Moin, moin. Es gibt tatsächlich Orte, wo die Jugend noch nicht so degeneriert ist wie in den Großstädten und wo ein Lost Place nahezu 10 Jahre unverwüstet brach liegt. An solchen habe ich Gefreute gefunden. Es handelt sich um ein verlassenes Freibad, erbaut zu Zeiten des Dritten Reiches, weiter betrieben und ausgeweitet, also erweitert 1970. Und schließlich folgte dann im Jahre 2005 die Schließung, weil die monatlichen Kosten in Höhe von 15.000 Euro durch das Dorf nicht mehr getragen werden konnten. Es ist nur ein Freibad, aber ich finde es einfach schön, wie den gesamten Ort dort. Es ist ein Stück Deutschland und ein Stück sehr uriges Deutschland, wie ich finde. Ja, viel Spaß beim Schauen. Bis bald. Ja, moin Leute, ich bin heute mal in einer Umgebung wieder, wo man nicht so weit laufen muss. Hier ist ein altes Waldbad, also ein früheres, ja, ein Freibad, verlassen. Ist hier schon ziemlich im gebirgigen Land. Ich hoffe mal, dass ich hier einige vernünftige Aufnahmen machen kann, dass ich überhaupt reinkomme, denn bisher sieht es ziemlich zu aus. Ja, also das hier ist alles abgesperrt. Da werde ich wohl so schnell keine Möglichkeit haben, hier reinzukommen. Ja, also bisher sieht es eher mau aus. Ich habe auch gerade einen Anwohner gefragt. Er weiß auch nicht, wo ich reinkomme. Und ich müsste irgendwo rüberklettern. Und das möchte ich echt nicht. Tja. Und hier ist dann der frühere Eingang gewesen. Alles schön zu. Und dann suchen wir mal, was Urwechsel so tun, ob wir hier ein Loch finden. Ja, das sieht aus hier wie so ein, ja, Zuchtbecken für Fische. Den Zugang habe ich natürlich auch gefunden, der ist nämlich hier. Werde ich gleich mal drüber steigen. Allerdings, man kann auch genug sehen, wenn man außen rum bleibt. Das ist ganz deutlich ein Schwimmbad aus den Mitte der 60er. Da war noch die Betonbauweise sehr beliebt. Auch bei uns damals waren die Sprungtürme aus Beton. Und auch das Becken, wie man sehen kann, ist eindeutig 60er Jahre und alles still und verlassen. Also man sieht, dass das hier schon sehr lange so rumliegt. Ganz typisch 60er Jahre. Und eben eines der zahlreichen Bäder in Deutschland, ja, die pleite gegangen sind und den Städten das Geld verfehlt. Bestimmt mal viele jugendliche Kinder und Familien Spaß. Mal gespannt, wann jemand kommt und mich hier runterwirft. Und wenn schon.
Menschen, das hat einen unheimlichen Charme. Diese verwachsenen Kinderspielgeräte. Erinnert mich so ein bisschen an den Film Terminator. Ja, das gesamte Gebäude ist zu. Ich habe es gerade schon geschaut. Die Schlösser sind teilweise versucht worden aufzubrechen. Ist auch wahrscheinlich besser so, dass hier alles abgeschlossen ist. Denn da drin sieht es eigentlich noch ziemlich manierlich aus. Und ich hoffe mal, ja, dass so bleibt. Okay, war ein kleiner Lost Place Snack. Ich werde mal schauen, was ich hier sonst noch finde an Motiven. Denn die Gegend ist doch richtig schön, muss ich sagen. Gut, geht's mal wieder raus. So, jetzt fahren wir wieder ab nach Hause. Tja, also ich bin ja mal im Umfeld. Hier sind Objekte, die so wie es aussieht, militärischen Ursprungs sind. Wenn ich mir diese Art Sicherung hier anschaue, dann ist das sieht das nicht zivil aus. Und da oben, die Actioncam hat leider keinen Zoom. Und da oben stehen auch so Lost Place Gebäude, aber ich habe gerade schon geguckt, da führen Spuren rein und Betreten verboten. Wie gesagt, in diesen Bergregionen hier damals wurden auch zur Zeit des Krieges so einige Sachen gebaut. Und das hier Stahlbeton, das sieht mir ganz aus wie die Reste von irgendwas. Aber eben auch alles schön abgezäunt. So, hier ist der Zaun runter. Tja. Da steht auch so was Gemauertes rum. Aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt da hochkrabbeln. Alles Relikte aus der Vergangenheit. Also die Ecke war gar nicht lost, denn da kam gleich jemand um die Ecke und hat mich da verscheucht, weil er mich schon gesehen hatte. Ja, aber die Gegend hat noch Potenzial. Ich werde also wiederkehren, weil da gibt es auch noch Stollen. Und mal schauen, wenn das Wetter ein bisschen besser wird. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Euer Galter Krieger.